Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Part in The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, Gilator. So, ganz kurz eine kleine Info noch, und zwar, ich war gerade auch hier vorne, habe die Zora-Lanze gesucht, war hier vorne im Hylia-See, hier vorne, und habe hier vorne auf der Brücke einen Grog entdeckt. Also den quasi mit da reinrechnen, dass ich den jetzt auch noch habe. Und Endeffekt habe ich da gar keine Lanze gefunden. Die Lanze habe ich nämlich hier gefunden. Und zwar, wenn man hier lang schwimmt, ja, eine Zora-Lanze. Allerdings kann ich die, glaube ich, noch nicht mitnehmen. Genau, das habe ich zum Beispiel hier gefunden. Also, die Schuppenlanze habe ich da hinten beim Hylia-See gefunden. Das schmeißen wir mal weg. Und ich werde auf jeden Fall dann die Lanze mitnehmen. Jawohl, jetzt haben wir also auf jeden Fall eine Zora-Lanze. Und können uns die Zeremonielanze, oder wie sie heißt, auf jeden Fall jetzt fertigen. Selbst der Typ hat eine Quest, also gibt es auf jeden Fall sehr viele Quests, die werden wir, wie gesagt, alle noch nach und nach machen. Aber jetzt erstmal hier vorne zu dem Typen, ich weiß gar nicht, wo das war. War das hier unten? Muss ich mal gucken, ich glaube, genau, hier war das. Hier müssen wir rein. Und jetzt können wir auch da das fertigen. So, Hallöchen. Ja, die Lichtschuppenlanze bitte einmal. Jawohl. So, ich benötige das, dies und jenes. Alles klar. Du scheinst alle nötigen Materialien zu haben. Soll ich die Lanze anfertigen? Ja, bitte. Diamanten sind sehr selten. Bist du sicher, dass du hier... Ja, klar. Ich habe ganz viele. Gut, dann mache ich dir eine. Los, schneller. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hinbekommen. Das freut mich. Ja? Wo bleibt sie? 2 Jahre später. Puh, das war aber eine schwere Geburt. Geh sorgsam damit um. Eine Lichtschuppenlanze. Ja, wie geil ist das denn? Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, da wir das jetzt gemacht haben, geht es auf jeden Fall hier vorne hin. Hier vorne. Wir können, glaube ich, von hier vorne so hier so lang laufen. Und bis hier hin. Das ist, glaube ich, auch der schnellste Weg, als wie ich davor probiert habe, irgendwie so, ja, irgendwelche Wände hochzuklettern. Käse auf jeden Fall hier hinten lang. Das ist so mit der schnellste Weg. Muss ich schauen, wo war das? Das dürfte der hier sein. Jo. Also wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Wenn wir dann diesen Schrein haben. Warte mal, was war hier? Okay, hier ist ein Schild. Ein Zora-Schild. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Ein Schild mit eleganten Verzierungen. Geübte Kämpfer sollten die geschwungenen Seiten dafür nutzen, feindliche Angriffe ins Leere laufen zu lassen. Das ist ja cool. Und ein Zora-Schwert. Okay, das kennen wir. Haben wir 2 hinter? Ja, genau. Weg damit. Hey, du solltest doch das nicht verschwenden. Du doofe Nuss. Na gut. Ich denke mal, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch ein bisschen was futtern. Ich habe ja gekocht, habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall sehr vieles zum Fressen da, ja. Und ja, so sieht's aus. Und jetzt geht es auf jeden Fall da hinten hin, wo wir hin müssen. Übrigens, wie ich gelesen habe, sollten also auf jeden Fall entweder da, wo ich euch gezeigt habe, wo die Lanze ist, oder halt Quellen von Ranella. Also hier in dieser Gegend sollten auch noch irgendwie ganz viele Zora-Lanzen sein. Keine Ahnung, habe ich jetzt keinen gefunden. Ich habe jetzt da gefunden Wasser, und mit der bin ich happy happy. Und ja, gehen wir also jetzt hier waschi waschi zu dem Wasserfall da hinten, und diesmal werden wir diesen Schrein hervorheben. Aber sowas von. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Waffe hier anziehen. Oh, ganz kleinen Moment. So, schon viel besser. Irgendwas ist ab und zu mal mit meinem Hals. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie meckert er ab und zu. So, also wir müssen hier vorne erstmal hochschwimmen. Und zwar, und wir müssen mit voller Kraft von weiter oben einfach draufstürzen. So eine Sturzattacke. Und damit hätten wir das eigentlich. Also quasi so, weiß ich nicht, so von hier. Klack. Und tatsächlich. Open the door. Ja, und das habe ich irgendwie letztens die ganze Zeit nicht verstanden, dass ich da irgendwie drauf fallen musste mit
eine Attacke. Und wir sind ja letztens einfach so drauf gefallen. Kein Wunder, deswegen ist nichts passiert und wir bräuchten halt diese Lanze. So wie ich gelesen habe, geht das auch mit der Zeremonielanze. Keine Ahnung, welche das ist, aber auf jeden Fall mit dieser, die wir jetzt haben, geht das auch. Ja, einfach, ne, wenn man es weiß. Auf jeden Fall Lichtschuppenlanze oder halt Zeremonielanze. Keine Ahnung, ob das die gleichen sind, aber ich glaube nicht. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal hier rein. Unser vorletzter rein. Da, Kiki. Kiki-Schrein. Da, Kiki. Sich an, gib mir eine Dingsre hier. Wie heißt diese Frucht? Kiwi. Gib mir eine Kiwi. Dai Kiki. Okay, gehen wir mal rein und schauen uns es mal an. Na gut, sowas in der Art habe ich befürchtet, dass wir hier nichts machen müssen, sondern einfach nur den Segen bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht schlecht. So, lass mich durch. Mal schauen, was hier noch was für ein Schatz ist. Komm. Ein Diamant vielleicht? Silberner Rubin, okay. Diamant wäre mir lieber. Weil so ein Diamant verkaufen, habe ich schon mal gesagt, sind 500 Rubinen. Und deswegen hat der Typ auch nachgefragt, wo wir die Lanze hergestellt haben. Weil es halt sehr selten ist, ob wir vielleicht doch auf die Lanze scheißen und den Rubin behalten. Boah, wie gesagt, der vorletzte Schrein. Ich bin so gehypt. Mal gucken, wie lange es noch dauert, dass wir tatsächlich dann die 120 Schreine, die voller Qual und Schmerzen und... Ah, ihr wisst schon, es hat viel Zeit geraubt, diese Schreine zu machen und ich bin dann so froh, wenn ich sie habe. Ah, das wird toll, das wird toll. Und dann geht es nach wie vor, wie ich schon sagte, mit den Quests, mit den restlichen Quests. Ich hoffe, ich finde alle. Und wie ich gesagt habe, also nach den 120 Schreine gehe ich erstmal zu Ganon. Das Spiel einmal durch, so habe ich mir das geplant, und dann machen wir auf jeden Fall die Nebenmission. Und dann, wenn wir es durchgespielt haben, ist auch auf der Map so gesehen eine Prozentanzahl, so dass wir gucken können, wie viel Prozent wir insgesamt haben. Also auf jeden Fall ganz, ganz schnicke. Und damit haben wir diesen Schrein fertig. Das ist wunderbar. Gut, Stempel löschen. Also die letzte Sache ist hier vorne in Kakariko. Und dementsprechend müssen wir noch ein paar Quests machen. Ich weiß nicht, welche Quests, deswegen starten wir einfach mal durch. Wir machen einfach jede Quest, die wir jetzt in Kakariko finden. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Und wenn wir halt ein paar Quests gemacht haben, eröffnet sich eine Quest, wo wir halt eine Kugel bekommen. Und mit dieser Kugel können wir dann den letzten Schrein aktivieren, den wir da bei der dicken, großen Fee gesehen haben. Ja, so sieht's aus. So habe ich das gelesen, weil unmöglich irgendwie so auf normale Art drauf zu kommen, wie man den Schrein öffnet. Ohne da sich zu informieren. Ich meine, sicherlich hat es der ein oder andere geschafft, aber es ist halt sehr, sehr mühsam, da so den Schrein auf eigene Faust zu öffnen. Also, fangen wir mal an. Die Leute, die wir jetzt hier sehen, watschen wir mal an und starten die Quests. Also auf jeden Fall ein paar Stück müssen wir machen. Ich glaube, 3, 4 Quests. Hier gibt es insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Quests. So, hier schon mal die erste. Was möchtest du denn? Oh, das schüttelt ja. Das schüttelt ja ganz schön. Ich habe mein Chica-Gewand, das mich trocken hält. Aber wie sieht es bei dir aus? Mein Herz schlägt für die Malerei. Musst du wissen, auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Und nur um uns hinter hier bei diesem Dorf soll irgendwo eine große Fee sein. Ja, die habe ich schon von Ewigkeiten entdeckt. Diese mysteriöse Quelle soll nicht nur wunderschön sein, sondern auch wundervolle Kräfte verleihen. Meine Nachforschungen haben mich zu einer Stelle geführt, an der sie sein könnte. Aber nur vielleicht. Aber das war's auch. Die Quelle selbst konnte ich nicht finden. Du als ebenfalls Reisender kennst doch sicher das Gefühl. Wenn man die perfekte Aussicht gefunden hat, oder? Ja, das verstehe ich. So, das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit und Schätzen weißt. Ja, klar. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle der großen Fee ausgeknobelt. Aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Ja klar, machen wir mal. Diese Antwort habe ich gehofft. Mir nach. Die legendäre Feenquelle.
Ich meine, wenn ich das erste Mal hier wäre, dann hätte ich natürlich direkt schon mit dem Quatsch gequatscht und hätte auch direkt am Anfang die Fee gefunden. Aber ich glaube, wir haben sie auch ziemlich am Anfang gefunden. Diese Tussi, muss ich sagen, die triggert die letzte Quest für den Schrein. Aber das dauert, bevor sie das getriggert bekommt, bevor wir sie triggern können. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier so einiges an Quests machen. Und ich habe keine Ahnung, welche genau wir machen müssen, aber ich mache jetzt einfach mal ein paar Stück. Und dann sehen wir, wie weit wir kommen. Wir haben so gesehen schon fast alles im Spiel gemacht. Außer halt, genau, die Hühner. Genau, diese Quest müssen wir auch machen. Wir müssen auf jeden Fall Hühner fangen. Und das habe ich auch gelesen, dass die Quest mit dabei sein muss. Hallo. Läufst du mal schneller? Ich glaube, ich kann laufen, dabei immer noch so einen Kreis machen und ich bin schneller als der Typ. Wo sind wir denn hier? Ah, außer Puste, ich kann nicht mehr. Ich bin zu müde. Bergsteigen ist nichts für mich. Ich kann nicht weiter. Die Quelle der großen Fee soll irgendwo hinter diesem Schrein sein. Weiß es. Aber es geht mir mal die Puste aus, wenn ich die Quelle finden. Wenn. Okay, auf jeden Fall kann der Typ nicht mehr sprechen. Und muss ich jetzt irgendwas machen? Ja, hallo, wir haben schon die Quelle entdeckt. Meine Sehnsucht nach schöner Landschaft ist stärker als alles andere. Leider kann mein Körper nicht mithalten. Ja, und was will der Typ jetzt? Wir haben doch mit der Fee gequatscht. Oder muss ich jetzt erst mit der Fee nochmal quatschen? Na gut, ich gehe nochmal zu der Fee. Und mal gucken. Vielleicht sagt die irgendwas. So, hier ist die Fee. Wir bräuchten auch wieder mal ein paar Feen, ne? Also kleine Feen. Mal schauen. Ah, da bist du ja. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung stärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung beträchtlich zu stärken. Ja, wenn wir schon mal hier sind, was kannst du uns denn isolieren? Ah, genau, das können wir schon mal auf jeden Fall machen. Dann ist das etwas schon mal stärker. Oh, und wir können auch die Leunensachen verwenden. Das ist toll. Das ist auf jeden Fall auch cool. Habe ich gerade gesehen, wir haben ja, glaube ich, 2, 3 Leunen schon besiegt. Vor einem sind wir weggerannt, weil er zu stark war. Und wir einfach zu schlechte Sachen hatten, um da voranzukommen. Das ist fertig. Ja, bitte nochmal verstärken. So, das hier können wir. Leunenhorn. Okay, und das können wir sogar nochmal verstärken. Ja, dann verstärken wir das doch nochmal. Warum denn nicht? Wenn wir schon mal hier sind. Und los. Ja, Schmatzer. Bitte ganz, ganz, ganz rote Link. So einen kräftigen Schmatzer zu bekommen. Okay, das haben wir auch schon fertig. Und sogar noch eins höher. Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, wenn schon, dann schon, ne? Genau, auf Stufe 3 können wir machen. Allerdings brauchen wir die anderen 2 Feen noch, die wir noch nicht haben. Wow! Oh mein Gott! Was geht denn hier ab? Und Stufe 3. So, das können wir auf jeden Fall erstmal nicht machen, weil da Fragezeichen, okay. Ja, dann werde ich auf jeden Fall diese paar Sachen noch machen. Kann man das auch ein bisschen skippen? Ja, man kann es auch ein bisschen skippen, okay. Da werde ich das machen, sonst ist das irgendwie zu lang. Ja, bitte verstärken. So, auch mein Höschen, bitte. Das Schleicherhöschen. Der langgezogene String. Okay, Ninja-Hose. Nur noch was? Was möchte ich noch verstärken? Wir haben noch das hier. Ja, einfach alles verstärken. Wir haben ja alles. Ja, ja. Jo, danke schön. Das ist sehr, sehr nett. Großartige Fee. Ich weiß halt nur nicht, wie inwiefern das jetzt mit der Quest was zu tun hat. Mal gucken. Jo, Barbaren-Sachen, jawohl. Ja. Barbarenkleidung. Können wir das nochmal? Nee, nochmal können wir nicht. Dafür brauchen wir noch ein Leunhorn. Na gut, aber hier, das können wir machen. Gut, dass die keine Rubine will. Also zumindest jetzt nicht welche. Sonst ist die ja irgendwie Rubinen geil. Wir reichen jetzt Materialien. Auch gut. Aber ich denke mal, das war's, ne? Wir können nichts mehr machen. Jawohl.
So, wahrscheinlich muss ich jetzt noch mal mit den Typen quatschen. Wahrscheinlich. Oder warte mal, was steht denn in der Quest? Warte mal, irgendwas muss doch in der Quest stehen. So. Du sollst. Ach so, ich muss ein Bild machen. Ach so. Na gut. Dann machen wir auf jeden Fall. Da. Und jetzt ist Dings da, Quelle der großen Fee. So, speichern. Ja, manchmal muss man einfach nur lesen, was überhaupt gewollt ist. Ich weiß halt nur, dass man ein paar Quests machen muss, um das zu triggern. Aber ich weiß halt nicht, welche Quests. Deswegen weiß ich auch nicht, was in der Quest vorkommt, aber... So, wir haben also auf jeden Fall hier ein Bildchen für dich. Quelle der großen Fee ist ein verborgenes Mysterium. Ich würde so gerne einmal sehen. Hab sie gefunden. Hier, gefunden. Verstehe, verstehe. Ah, wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von dem Ort? Wenn ja, bitte zeig ihn mir. Ja, hier. Wie der Typ guckt. Da. Da ist die große Fee. Und das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Das ist wirklich schön. Aber ich hatte mir irgendwie mysteriöser, eleganter vorgestellt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich bin nicht passender bei mir. Ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Ich kann dir sicher auch einmal weiterhelfen. Okay. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, das kenne ich. Wenn du von diesem Ort aus eine Weile nach Osten reist, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranelle Spitze. An seinem Fuß liegt das Nythra Schlachtfeld. Wesentlich. Was? Westlich? Davon müsste ein Tor stehen. Oh Mann, ich und Lesen, es ist immer so eine Sache. Was für ein Glück, dass ich an den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ja, nee, eigentlich nicht. Da war ich auch schon. Gut, die Quest haben wir auf jeden Fall gemacht. Die legendäre Hinquelle. Nach wie vor, wir müssen also, was ich gelesen habe, auf jeden Fall Hühner sammeln. Ich weiß nicht, wer mir jetzt die Quest gibt, aber wir müssen auf jeden Fall hier das Hühnchen sammeln. Vielleicht ist es auch irgendwo hier. Wahrscheinlich schon irgendwo hier. Hier gibt's Kleider. Muss ich halt gucken, wer diese Quest hier gibt bei den Hühnern. Willkommen Huhn, ne? Bock, 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 bock. Sammelt doch die anderen Hühner. Bock, bock, bock. Vielleicht auch hier vorne sogar. Warte mal, der hat eine Quest. Aber hier gibt es leckere Äpfel zu klauen. Also klauen wir die. Und auf jeden Fall, ich muss hier irgendwas kochen. Also auf jeden Fall, was ich gelesen habe, ist mit Hühner und irgendwas kochen. Und dann solltest du eventuell diese Quest auch schon triggern. Ich weiß halt jetzt nicht genau, was wir machen müssen. Deswegen gucke ich mich jetzt hier um. Und mal gucken, wer mir hier eine Quest gibt. Hier bekommen wir keine Quest. Das Gefühl, ich laufe irgendwie gegen ein Schild. Warum laufe ich gegen Schilder? Bitte sagt mir das jemand. Warum laufe ich gegen Schilder? Okay, hier hinten ist nichts. Da ist irgendeine Echse. Eine Spurtechse. Gehen wir mal hier rein. Ja, Link, hallo. Kletter doch nicht die Tür hoch. Was bist du denn für ein Affe? Ah, guck mal hier. Eine Quest. Ah, hör mal. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, du bist ein Mann, ein Meister mit dem Bogen, oder? Nichts bringt mein Blut so in Wallung wie gute Bogenschützen. Wie wär's? Zeigst du mir, wie gut du mit dem Bogen... Ja, okay. Prima. Du musst einfach nur die Laterne bei der Statue der Göttin anzünden. Statue der Göttin? Kennst du denn nicht die Statue der Göttin? Die steht in der Quelle vor Impas Anwesen. Ich habe keine Ahnung, wie sie dort errichtet, wer sie dort errichtet hat, aber sie steht sehr, sehr alt aus. Sie sieht sehr alt aus. Und machst du das? Ja, okay. Hihi, ich freue mich schon. Okay, wir brauchen also Pfeile. Was ist denn das hier? Feuerpfeile. Anzünden. Laternen. Warte, warte, warte. Was wollte sie? Warte mal, die Statue ist hier. Und welche Laternen soll ich jetzt anzünden? Das Holz hier oder was? Hä? Was soll ich denn jetzt hier bitte schon... Wo sind denn hier bitte schon Laternen?
Ich oder was? Tatsache. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, einen Augenblick brennt. Warte mal, welche Laterne meinst du denn? Also hier, das sieht aus wie so eine Mini-Laterne. Aber was genau soll ich denn jetzt... Warte mal, warte mal. Das ist doch hier wieder so eine Sache. Gab es hier nicht irgendwie so ein... der brennende Pfeil. So, da laufen wir jetzt einfach mal hin. Nee. Irgendwas stimmt da nicht. Warte mal, da haben wir die Quest bekommen. Welche Laternen meinst du denn? Bin ich jetzt so doof und sehe die nicht? Also, die Göttinnenstatue hier vorne. Ach so, diese kleinen hier. Oh man. Oh man, dammit. Okay. Alles klar. Ja, wenn man es nicht weiß, dann ist natürlich, stellt man sich blöd an. Okay, es hat gespeichert. Dementsprechend haben wir die Laternen angezündet. Mal gucken, was der jetzt sagt. Entweder wir haben die Quest oder wir müssen noch irgendwas machen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, erstmal hier rein. Und die Lage checken. So, hallo? Hey du? Ich habe dir zugesehen. Echt? Das stimmt gar nicht, du lügst. Du hast richtig was drauf. So, nach einer langen Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Mein Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschütze. Aber im Moment gehen wir uns aus gewissen Gründen eher aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle noch einmal hören würde. Ui, es ist plötzlich heiß hier. Ist sie verliebt? Bin dir dankbar, dass du das, dass du mit mir ansehen durfte hier. Das ist für dich. Was, 20er? Hätte ich doch nur die Hühner eingestellt, sondern weiter mit dem Bogen geübt. Hat die Hühnerquest? Der brennende Pfeil. Okay, die hat keine Quest mehr. Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Missionen hier gemacht. Jetzt frage ich mich, wer hier diese mit den Hühnern... die Mission gibt. Weil die müssen wir machen. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich natürlich diese Mission, die wir nicht brauchen. Aber das ist ja auch Schnuppe. Wir haben sowieso vor, alle Missionen zu machen. Zumindest alle, die ich so finde. Und so, gehen wir mal hier rein. Gucken uns mal hier um. Okay, hier gibt es nichts. Hier kann man schlafen. Und wieder raus. So, kleiner Mensch, ich muss mal husten. Okay. Gut. Und dann gehen wir mal weiter. Vielleicht hier Mission. Hey, was treibst du da? Ich wollte eigentlich da rein. Darf ich nicht? Dieses Pflaumenbäume pflege ich schon, seitdem ich denken kann. Sie sind fast schon ein Teil von mir. Wenn sie einmal verdorben und sterben, dann geht es auch mit mir zu Ende, das fühle ich. Und deshalb habe ich sie zeitlebens so gehegt und gepflegt. Solange ich noch auf dieser Welt bin, lasse ich niemanden meinen Pflaumengarten anrühren. Okay. Kein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Hühner sind, aber hier sind ein paar Hühner. Wer gibt mir denn diese Huhnmission? Ich verstehe das nicht. Hallo? Junge Mann, junge Frau, wer möchte mich hier bedienen? Ich brauche Mission. Okay, hier haben wir nichts. Warte mal, waren wir hier schon drin? Nee. Gibt es auch nichts. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall gibt es hier Mission, die wir suchen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hühnchen. Kann ich mit dem fliegen? Ja, ich kann fliegen. Okay, da wir sowieso diese Hühner einsammeln wollen, werde ich die auch schon mal hier so reinschmeißen. Ach, guck mal, ich glaube, der Typ. Ich glaube, der Typ gibt uns die Hühnermission. Link! Die Hühner! Meine süßen Hühnerlein! Sie sind verschwunden! Seit meine Frau sie aus dem Staub gemacht hat. Okay, deine Frau ist geflohen vor dir. Okay. Sind sie eine ganze Freude? Sind sie die einzige Freude in meinem Leben? Schnief. Soll ich sie etwa suchen? Das würdest du tun? Tausend Dank. Ich habe insgesamt 10 Hühner. Viel Glück bei der Suche. Okay, pass auf. Da sind 1, 2, 3, 4. 4 Hühner. Gut, dann gehen wir jetzt auf Hühnerjagd. Ich hoffe, ich
Finde alle Hühner. Huhn. Bot, 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 bot. Ich frag mich, ob auch hier irgendwo ein Huhn ist. Und bestimmt überall Hühner. Ich muss sie nur finden. Bestimmt ist auch irgendwie so ein Huhn hier unten drunter. Keine Hühner hier. Ah, hier ist aber andere Sachen. Hier Ausdauerlink. Ausdauerlink. Okay. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Er hat 10 Hühner. Das heißt, wir müssen noch 6 Stück finden. 6 Hühner. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Also ich habe auf jeden Fall schon mal hier 2, 3 Hühner gesehen irgendwo. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Also hier schon mal ein Hühnchen. Komm mal mit. Bak, 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 bak. Ich muss halt merken, das ist hier vorne. Also quasi hier gegenüber vom Rüstungsladen. Okay, das hätten wir gemacht. Bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwo auf irgendwelchen Dächern auch Hühner sind. Weiß nicht, warum ich das denke. Genau, hier gibt es eine Mission. Das ist diese Kochmission. Also wir müssen auf jeden Fall diese Kochmission machen und diese Hühnermission. Das habe ich gelesen. Und dann müsste, glaube ich, dann diese Quest schon kommen, die wir brauchen für den Schrein, für den letzten Schrein, für den 120. Schrein. Hier nix Huhn. Wo sein Huhn? Wo ist Huhn? Bock, 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 bock. Ach, guck mal, hier ist ein Huhn. Warte mal, wie kriege ich das raus? Tut mir leid, Huhn. So, komm mal raus. Warte mal, dieses doofe Huhn, das kann doch nicht wahr sein, dass... Okay, das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, das Huhn zu bekommen, ohne dass, dass wir den Typen hier, der uns erwischt. Okay, wie machen wir das? Wie machen wir das? Warte mal, war nicht hier oben noch irgendwo so ein Huhn? Hühnchen, 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 Hühnchen. Hä? Hier war doch noch ein Huhn. Ach, da hinten ist es. Genau, so, das Huhn brauchen wir auf jeden Fall auch. Komm mal mit. Also auf jeden Fall merken da hinten, was ist denn das hier? Ein Stöckele. Oh, Brathühnchen können wir machen. Wollen wir es braten? Nein, so viel sind wir natürlich nicht. Hier ist nichts. Ich hoffe, ich laufe mal richtig zum Huhn. Ja, genau, hier vorne. Hey. So, nochmal kurz hier reingucken, wie viel wir tatsächlich schon haben. 1, 2, 3, 4, so 5 und das hier das 6. Okay, wir haben 6 Hühnchen. Das heißt, es müssen hier noch irgendwo 4 Stück sein. 4 Stück irgendwo. Vielleicht sogar hier hinten. Mal gucken, ob hier auch noch eins ist. Die sind wahrscheinlich schon in Kakariko drin, oder? Mal schauen. Will mich trotzdem ganz kurz mal hier umschauen. Aber wahrscheinlich ist hier doch nichts. Ach guck mal, hier ist ein Vorschlaghammer. Aber das ist gut zu wissen. Naja, sowas liegt eigentlich fast überall herum. Haben wir eigentlich unser Haus abbezahlt? Weil ich jetzt diesen Hammer gesehen habe und habe mich an die Quest erinnert. Ich glaube schon, oder? Naja. Ja, da ist noch ein Hühnchen. Hier oben ist ein Hühnchen. Was macht dieses Huhn da oben? Sag mal Huhn, was machst du hier? Ach, ich sitze hier und leg Eier. Wir müssen. Oh, knapp, knapp, knapp. Ich weiß nicht, wie ich an dieses Huhn kommen soll. Der Typ, der regt mich auf, der sagt, nein, du darfst hier nicht rein. Diese Pflanzen sind mir heilig. Halt die Fresse und gib mir das Huhn, denke ich mir so innerlich. Natürlich sage ich das nicht. Ah, guck mal hier, Picasso. Macht sich ans Werk. Warte mal, wir müssen... wo war das jetzt nochmal? Da, da vorne. Das war hier vorne. Da. Ja, da würde ich mal sagen, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht mit der Hühnerjagd, dann schaltet den nächsten Part wieder ein. Ja, und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.